Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Walkthrough zu Pillars of Eternity 2. In der heutigen Folge werde ich zwei Mapping-Quests von Sansa erledigen. Aber bevor das losgeht, gibt es noch eine Leveling-Session. Alle sind wieder auf dem neuen Level angelangt. Und zwar auf Level 17. Fangen wir mit Palegina an. Virtuous Triumph gibt dir ein Seal, wenn sie einen Kill macht, zumindest zu 25%. Und das nehme ich dann. Als nächstes kommt Remora dran. Ihm können wir hier Departing Sorrow geben. Eine Wunde mehr, standardmäßig. Ja, kommen wir zu Maya. Ja, aber hier haben wir ja schon länger Schwierigkeiten, überhaupt was zu finden, was hier noch passen würde. Slippery Mind würde Immunität unter 50% Leben geben. Und Tough würde ihr mehr Leben geben. Und in letzter Zeit hat sie immer ein bisschen Schwierigkeiten, am Leben zu bleiben. Steckt eigentlich recht viel ein in letzter Zeit. Deswegen ist es vielleicht keine schlechte Wahl. Dann kommt noch Tekeho dran. Was finden wir für ihn noch? Genau, hier gibt es noch den Garden of Life, einen erneuten Heilspruch. Den werde ich bei ihm auf jeden Fall nehmen. Und zu guter Letzt, wie immer, der Alot. Great Soul kann er Empower öfters benutzen, bis er restet. Wäre möglich. Arcane Damper ist nicht schlecht, kann er von dem Gegner seine Buffs runternehmen und den nehme ich dann auch. Gut, dann kommen wir zu den Mapping Quests wie immer von Sansa. Wir bekommen Quests, dass wir irgendwelche Inseln erforschen sollen. Los geht es mit. Mal kurz schauen, genau. Genau, also die Quests hier sind Wakara Reef, wobei ich finde, dass die Inseln extrem weit weg sind vom Wakara Reef. Also die Beschreibung der Quest ist irgendwie nicht so wahnsinnig gut hier an der Stelle. Und wo wir hin müssen, das ist hier im Norden. Die Ruins of Amira's Roost. Da müssen wir aber noch vorher durch den Falls Mouth Wood durch. Ja, und da gibt es noch einen Kampf gegen diese unaussprechlichen Monster, Langluis, irgendwie so in die Richtung, aber es sind nur fünf. Das sollte nicht so schwierig werden. Und bevor Alot überhaupt dazu kommt, seinen Spruch zu machen, sind die vier schon down. Gut, und weiter geht's. Nur ein kleines Intermezzo bis zum eigentlichen Ziel. Wie immer bei diesen Mapping-Quests gibt es auf der Insel dann immer so ein kleines Dungeon.
Es reicht jedoch, wenn man eigentlich in das Dungeon reingeht und sofort wieder rausgeht, dann ist der Step der Quest eigentlich erfüllt. Aber wie immer will ich natürlich das komplette Dungeon zeigen. Okay, die Karte ist jetzt auch nicht zu groß, wie man sieht. Und da stoßen wir schon auf ersten Gegner, ein einzelner Imp. Da drin ist noch einer. Ist nicht wahnsinnig beeindruckend, der Start. Gut, dann gibt es eigentlich nur noch diesen großen Raum hier. You're here to take the book. You can't have it. It's mine. Mine. Arkhamir didn't believe it was real either. He told me I was mad. But I have proof. I'll show him. I won't let you steal it from me. It's mine. I found it. Kill the intruders. Gut, hier findet sich eine Magierin, die das Book of Storms gefunden hat, was immer das auch ist. Und sie glaubt, wir wollen ihr das stehlen und schickt deswegen ihre Henchmen auf uns. Verschiedenste Gegnerarten, wie man sieht. Auch ein Ironclad Construct ist mit dabei. Ja, und die Magierin ist auch schon down. Jetzt heißt es sich noch um ihre Schergen kümmern. So, im unteren Bereich ist alles clear. Ne, jetzt ist alles clear. Let's go. Ja, von der Magierin gibt es das Book of Storms und ihr eigenes Grimoire, also zwei verschiedene Grimoires. Aber jetzt keine Unique Grimoires, obwohl sie eigentlich schon unique sind, weil man kann sie nur hier kriegen, wenn man ehrlich ist. Aber sie haben halt keinen entsprechenden braunen Rand. Hier hat sich noch ein Skelett versteckt. Ein einzelnes, und dann war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Dungeon. Dann heißt es noch looten und hier in der Mitte noch irgendwas mitnehmen. Ja, mal schauen, was das in der Mitte bedeutet. Okay, man kriegt ein Unique Item, einen Rod und einen Edelstein. Passt. Damit können wir hier raus. Und der erste Teil der Quest Mapping. Bokara Reef ist somit erledigt. Und für die komplette Erledigung der Quest benötigen wir noch eine zweite Insel.
Ja, und hier sind wir bei der zweiten Insel. Die ist komplett im Südwesten der Map. Und wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, habe ich die Geschwindigkeit auf doppelt gestellt. Hat einen guten Grund. Es gibt keinen einzigen Kampf jetzt in der Ruine, aber es gibt tausende von Traps. Und die müssen nämlich alle entschärft werden. Oder die entschärfe ich, damit ja auch nichts passiert. Und es dauert einfach wahnsinnig lang, wenn man das in normaler Geschwindigkeit sich anschauen muss. Das hier ist noch harmlos. Wenn man hier den Knopf drückt, öffnet sich da oben eine Geheimkammer. In der Geheimkammer befinden sich 4 Sigils of Death. Die, wenn einen treffen, verletzen die einen. Und wenn sie einen viermal verletzt haben, ist man ja tot. Deswegen muss man die ausschalten. Und ja, ich benutze hier Alot, weil er einfach die Range hat, um nicht in die Nähe von denen zu kommen und trotzdem das hier alles abzubauen. Wie gesagt, es sind 4 Stück. Die ersten 2 hier vorne, die sind jetzt down. Und im Hintergrund nochmal 2. Selbes Spiel hier. Einfach die Late Fireball rein. 2-mal und das sollte reichen. Na, der eine hat es überlebt, leider. Dann müssen wir da nochmal. Gut, es gibt hier einfach nur eine Sache zu looten. Nichts wirklich Besonderes. Und dann da wieder rein. So, und jetzt sind wir mal leider wieder lauter so Kacheln mit Traps. Und die müssen jetzt erneut alle disarmed werden. So, und wenn man jetzt geglaubt hat, das wären schon viele Traps gewesen. Genau. Hier ist jetzt fast jede Kachel eine Trap. Und da hat Palegina jetzt richtig viel zu tun. Ja, und jetzt noch ein paar, aber das ist jetzt harmlos. Ich glaube, das ist jetzt die letzte. Bevor wir hier reinkommen, genau. Und das Ganze hier ist quasi eine riesige Trap. Ja, hier bin ich leider ein bisschen unvorsichtig gewesen. Und da ist Maya gleich 2-mal hier reingelaufen. Was man machen muss, man muss 4 Leute an die Säulen stellen. Das sind nämlich so Hebel an den Säulen. Und die muss man dann alle gleichzeitig ziehen. Dann geht das Feuer aus, man kann das Ding hier looten. Und sobald man das lootet, Legendary Item, Warhammer, geht leider die Tür zu, man ist erneut in einer Falle, also Sand. Der Raum füllt sich jetzt mit Sand. Und ja, wenn man so Bomben schmeißt auf die Tür, 3-mal glaube ich, 2-mal reicht sogar schon, dann kommt man raus und das war's auch schon. Jo, das war die Quest Mapping Wacker Reef. Noch einen Namen vergeben. Ja, Traps Galore. Und die Quest bei Sansa in Queensburg Nicketacker abgeben. Welcome back, welcome back. It is a pleasure to see you once again. Tell me, how is the sailing? Smooth? Nothing to delay your expedition, I hope. How might I assist you? Wonderful! I can't wait to... Oh, is that a little fishman you've drawn? I had already set the coin aside for you. I knew you wouldn't let me down. We are getting into deeper water now, so to speak. We call the islands along the east of Magran's Teeth the Burning Shoals. As you might imagine, it gets a little hot over there. 2 of the islands haven't been surveyed yet. You'll want to sail northeast from the docks to reach the islands.
I'll be waiting. Gut, das nächste Mapping ist also jetzt The Burning Shoals. Das ist im Nordosten der Map, dort wo die Inselkette auch ist. Und hier sind wir schon bei der ersten Insel. Unser Ziel hier ist rechts der Berg. Wir können ja noch nicht erkennen, wie das Ding heißt. Wir müssen vorher noch durch diesen Wald durch. Und hier kommen wir auf einen Platz, wo ein Haufen Leute aufgehängt worden sind und wir auch Teile unserer Crew hier finden. Und wir uns gerade fragen, was machen denn die hier überhaupt? Die offensichtlich hier das plündern wollen. Und ich fordere sie auf, jetzt hier die zu beerdigen, anstatt die auszurauben. Aber wir bekommen hier sehr gute Füße, also Schuhe. Gut, da sind wir durch. Und jetzt geht's in die Collapsed, also in die eingebrochene Kohlenmine. Unser erstes Target. Somit wieder ein Dungeon natürlich bei so einer Mapping Quest. The Rawatians must be mad to store this gunpowder beneath them. Die Map ist nicht besonders groß. Wir bekommen eine kleine Cutscene hinten. We only needed the one barrel. One. Maybe if you told me that before, we'd have a mind to go and loot. You're the ass with the giant cannon. You should know how explosives work. Friends, we have more than enough gunpowder to solve this problem. Ja, da hinten sind so auch Plünderer, die versuchen die Kohlenmine zu plündern. Und die werden wir uns mal gleich annehmen. Take the shovel yourself. I'll keep the watch. Wasn't take them down, but watch out for the barrels. Ja, die Gegner hier sind auch alle so named Gegner, also die haben alle Namen. Oder großteils alle Namen, wenn man jetzt sicher jeder Namen hat. Die Darkspore schon mal nicht. So, der Feuerball ist gelegt. Aber hat Ulgrim jetzt mal vielleicht nur so ein Viertel seines Lebens weggenommen? Schießt man doch nochmal einen rein. Jo, da hat auf jeden Fall den links zerrissen. Der Ogre ist fast down. Der sollte recht schnell zu erledigen sein. Ja, ist er auch schon weg. Hier ist noch Manric. Okay, aber auch Zauberer. Gut, Manric ist down und oben haben wir noch Seer. Und auch das ist erledigt. Und das war's auch. Mehr oder minder schon hier drin. Wir kriegen hier noch einen Ring of Generation. Als Unique Item. Und ein paar Edelsteine. Mehrere Edelsteine. Und hier Unique Pistol, Echeas Arcane Blaster. Sehr schön. Indeed. Ja, und das war's wie gerade schon der Map. Ich könnte jetzt das in die Luft jagen, aber ich gehe einfach nochmal außen rum.
Auch die Burning Shoals haben zwei Inseln wieder. Die erste haben wir jetzt bereits erledigt. Es ging fix. Bei der zweiten brauchen wir ein bisschen länger. Die zweite befindet sich auch hier gleich in der Nähe, ganz, also ziemlich weit im Nordosten. Auf der Insel daneben waren wir schon mal, aber auf der waren wir noch nicht. Um dahin zu kommen, müssen wir über den Sentinel Hill klettern, um dann in die Flooded Cave zu kommen. Das Anschleichen hat schon mal nicht funktioniert, sprich wir haben den Kampf. Okay, gegen fünf Geister. Sollte keine große Herausforderung sein. Der Moran Paladina versperren den Weg. Das ist mal eine sehr schöne Position, wie ich finde. Die zwei Nahkämpfer versperren den Weg nach hinten. Okay, das sind Sirenen, okay. Sirenen sind die Gegner. So, die letzte noch. Meier kümmert sich mal um die Batterien. Ja, die letzte, du hast sogar ganz schön Zeit. So, und down ist sie. Ja, waren schwere Gegner, als ich es eigentlich geglaubt habe. Ei, ei. Oh, jetzt sind die überflutete Höhle. Naja, die Gegner hierin sind ziemlich heftig. Vor allem der Endboss, oder der Boss, der da drin ist, das ist ein Leech mit drin, der einiges verträgt, ziemlich viel austeilt, hohe Armor hat und sonst noch ein paar Untote. Deswegen pulle ich jetzt hier, oder habe zumindest versucht zu pullen, nur Teile der Gegner. Es sind nämlich einige drin, also in der Höhle, wenn man direkt reinstimmen würde, sind sicher sowas von um die 12 bis 15 Gegner drin. Deswegen mache ich das jetzt hier in Etappen. Ja, und da kommt der Ancient Battle Mage Leech.
Wie gesagt, ziemlich harter Gegner. Vor allem, wir haben schon Probleme, hier die anderen zu legen. Vor allem die Korbsiter, auf die eigentlich alle die ganze Zeit einschlagen. Hier ist auch ein bisschen eng, wie man sieht. Das Gute ist jetzt, jetzt rennt der Leech genau in die Wall, die ich ihm da gestellt habe, rein. Ich glaube, er wurde paralysiert kurzzeitig. Maya ist fast durchgängig aus dem Kampf genommen, weil sie sich so fürchtet vor dem Leech, was auch schlecht ist. Das Coole ist jedoch, dass die zwei da links eigentlich ganz wenig eingreifen in den Kampf, der obere glaube ich gar nicht, weil er einfach außerhalb der Range steht. Und der andere schießt gelegentlich, aber die meiste Zeit auch nicht oder macht überhaupt keinen Schaden nicht. Das heißt, wir können uns hier ganz allein mit dem Leech auseinandersetzen. Und nehmen wir jetzt mal über den Arcane Damper seine ganzen Buffs weg. Versuch's zumindest. Er hat nämlich sehr hohe Verteidigung auf alles. Also überhaupt den Spruch ihn anzubringen gegen ihn ist richtig hart. Er hat zum Beispiel auch, wie man hier sieht, Arcane Reflection. Schmeißt Angriffe zurück auf uns. Gar nicht gut. Deswegen ist es hier eher so ein Kampf of Attrition. So lange draufhauen, bis er weg ist. Ich refresh mir alles, dass wir auch nicht nur Standard-Attacks loswerden auf ihn. Ja, und Maya schon wieder Angst. So, jetzt kommt der eine dann doch näher. Hat sich entschieden, in den Kampf einzugreifen. Auch Palekina fürchtet sich. Ja, das ist natürlich alles schlecht. Wegen der Dauer des Kampfes. Palekina hat sich entschieden, da den Marksman links anzugreifen, wobei ich glaube, der hat überhaupt nichts gemacht in dem Kampf. Und der Leech ist jetzt zumindest langsam wieder Richtung Richtung Near Death oder dürfte schon Near Death sein. Let's go!
Ja, von wegen Near Death, nix ist. This is futile. This will not do. You see that, Ishii? That was horrible. Und jetzt habe ich endlich den Ding angebracht, glaube ich. Den Armor Crack. Leider ist Palegina da jetzt noch down gegangen. Aber eine Sekunde später, aber aufgrund dessen, weil seine Armor jetzt endlich nur noch auf 10 war, haben wir den Leech töten können. Hat viel zu lange gedauert, aus meiner Sicht. Dafür bekommen wir zwei Grimoires, die wir jetzt auch nicht unbedingt noch brauchen, aber ja. Vollständigkeitshalber. Hier oben ist noch ein Gegner und rechts kommt dann noch mal eine ganze Horde an Gegnern auf uns zu. Take him down. Like a fish on the hook. Damn it, got away. So, jetzt haben wir den auch down. Endlich, also für mich hat es jetzt viel zu lange gedauert, um ehrlich zu sein. Gut, und das war's dann mit der Insel schon. Ich habe dann geschnitten, um ein bisschen Zeit rauszunehmen. Jo, hier ist die Quest erledigt und jetzt müssen wir sie noch bei Sansa wieder zurückgeben. Sansa hat dann noch eine Mapping-Quest für uns. Welcome back, welcome back. Das ist in einem späteren Video dann. It is a pleasure to see you once again. Tell me, how is the sailing? Smooth? Nothing to delay your expedition, I hope. How might I assist you? We are so close. There's only one corner of the map left. Only it's for good reason. The waters in those parts are... Well, this region is probably why I had so much trouble finding help before you came along. Time to set out for the Razai Passage, out to the northwest. There are several islands out there nobody's done more than Ogolat from afar. I know you can do better. I'll be waiting. Yo. Zwei Mapping-Quests erledigt in dieser Folge, auch wenn der Lich-Kampf am Schluss etwas lange gedauert hat. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.